Wir haben diese Verdichtungskontrolle jetzt ergänzt durch einen Motorschutz. Das ist der Motorschutz, die Verdichtungskontrolle. Wir haben dieses Modul mit speziellen Punkten am Motor verbunden. Das heißt, es wird ständig kontrolliert, ob zum Beispiel der Luftfilter noch sauber genug ist, ob genug Öl vorhanden ist über den Öldruck, ob die Motortemperatur nicht zu hoch ist. Uns wird auch angezeigt, wann die nächste Wartung ist. Wenn eines dieser Punkte außerhalb vorgegebener Parameter ist, wird das signalisiert. Bei den für den Motor wichtigen Punkten, wie zum Beispiel Öltemperatur, ist zu wenig Öl drin. Wenn man einen Motor mit zu wenig Öl fährt, haben sie einen Totalschaden am Motor. In diesem Fall, oder wenn der Luftfilter total verschmutzt ist, wird die Maschine abgeschaltet. Ist der Fehler behoben, kann man sie ganz normal wieder starten. Er führt jetzt hier so einen Selbstcheck durch. Wenn die rote Lampe erlischt, ist alles okay.